Ah, fick mich. Okay, Leute, mein Video über Tonfass ist noch nicht mal einen Monat alt und es ist schon veraltet. Update 19.7 brachte uns ein neues Paar Tonfass, die Oma, und eine neue Haltung, Sovereign Outcast. Die Oma spezialisieren sich vollständig auf elektrischen Schaden und kombinieren eine brauchbare Crit-Chance mit einer sehr hohen Statuschance. Hinzu kommt ein verbesserter Bodenschlag, der Feinde im Umkreis von 8,5 Metern schockt. Da wird sogar FN2199 neidisch. Die Blaupause für die Oma bekommt ihr im Markt für 55.000 Credits, beachtet aber, dass ihr sowohl Nitain als auch Argon-Kristalle benötigen werdet. Alternativ bekommt ihr die Oma samt Slot und Beschleuniger für 200 Platin oder im Quaro-Paket zusammen mit dem Quaro-Rüstungsset und der neuen Haltung für 275 Platin. Letzteres ist definitiv der bessere Deal. Zusätzlich zur hohen Statuschance startet die Oma mit nur einem Schadenstyp, wodurch sich ihre Statuseffekte gut kontrollieren lassen. Ihre Stats machen sie aber auch für Hybrid-Builds interessant, da einige Statuseffekte direkt von kritischen Treffern profitieren. Dies sind vor allem Gas und Schnitt. Letzteres könnt ihr über die Kombos beider PvE-Haltung procken, wenn ihr einfach die rechte Maustaste gedrückt haltet. Achtet bei eurem Loadout also mehr auf die richtigen Statuseffekte als auf die richtigen Element-Kombos. Gegen Corrupted und Infested eignet sich Gas, gegen die Grenier und gepanzerte Corrupted Korrosion.